Herren, in Abänderung des Abendprogramms bringt der Sender Freies Berlin eine aktuelle Sendung mit dem Titel Bundesliga Wahn und Wirklichkeit. Was da so todernst im Fernsehen als Problem diskutiert werden soll, hat in den ersten Bundesliga-Jahren eine durchaus eigene Qualität. Originale wie Ente Lippens gibt es noch in fast jeder Mannschaft. Müssen wir ja nochmal reinkloppen, nicht hier. Die Asche und die Kohle müssen wir ja mitnehmen, nicht? Ist ja bares Moos für uns, nicht alles. So, nicht? Ja nun, und wichst die Pille nicht so durch die Gegend, nicht? Alles immer schön Technik an, hör mal, nicht? Alles. Mach nicht die Dinge heute, nicht? Scheiße, so. Ich hab das in der Jugend schon gemerkt, dass mir dieses Spiel Show und Zweckmäßigkeit verbinden zu können, dass mir das sehr liegt. Dass ich im richtigen Moment auch einen Gag für die Zuschauer machen kann und aber vorrangig zweckmäßig Fußball spiele. Und das hat mir natürlich plus oder dazu kamen natürlich meine technischen Fähigkeiten, die ich nun mal habe oder gehabt habe. Und die machten mich einfach so sicher, dass wenn ich den Ball gehabt habe, konnte mir den keiner abnehmen. Das war einfach so, den habe ich. Und solange ich den nicht freiwillig preisgebe, kriegt den keiner. Ne, der war natürlich phänomenal, was der da angestellt hat, ne? Mit dem Ball. Ne? Der hatte die Leute ja so, das kann man ja heute nicht mehr machen. Ne? Das ist ja dann, kriegt man dafür gelbe Karte, das ist ja verarscht. Ja. Ich konnte meinen Körper richtig einsetzen, ich konnte den Ball schützen. Ich konnte meinen Hinterteil so einsetzen, dass der Berti Vogts mit seinen kurzen Beinen nur von hinten immer versucht hat, den Ball zu treffen. Aber dadurch, dass ich verlängert habe, kam der ja gar nicht da dran. Und der hat dann da gelegen und ich habe eben nur meinen Arsch rausgehalten und das war's. Ich habe immer wieder abgeschirmt und da konnte ich mit dem 5 Minuten stehen, dann kriegt er den Ball nicht. Ich brauchte mich eigentlich bewegen normalerweise. Der Willi, der war ja ein Schlitzohr in jeder Beziehung. Und wenn er dann oben gewesen ist in der ersten Etage und hat seine neue Gehälter ausgehandelt und ging dann runter zu manchen in der Kabine, und dann sagten die, Willi, was hat dir gegeben? Ja, sagte, die liegen oben alle unter dem Sauerstoffzelt. So habe ich die fertig gemacht. Ja, so ist es, Leute. Hier befinden wir uns also im Rot-Weiß-Stadion an der Hafenstraße in Essen. Und wenn man so will, war das 13 Jahre lang meine Heimat. Ich habe für den Verein ca. 200 Tore geschossen, zusammen in der ersten und zweiten Liga. Ich bin gekommen aus Kleve mit 18, wie man so schön sagt, mit dem Persilkarton, aus einer Kleinstadt in die große Welt sozusagen. Und Rot-Weiß war damals ja ein Name, das war Musik im deutschen Fußball. Und da bin ich hierher gekommen, dann hat man mir einen Vertrag gegeben über 80 Mark im Monat. Und von diesen 80 Mark hat man mir noch 30 Mark Miete abgenommen, weil ich ja ein Zimmer unter der Tribüne hatte. Ich habe dann unter der Tribüne gewohnt, ein Jahr lang. Und dann hatte ich einen 50er in der Hand, sozusagen. Und habe mich dann ernährt in den ersten Monaten fast ausschließlich von Pommes, Mayonnaise und ein bisschen Tomatenketchup oder so. Üben Sie außer dem Fußball noch einen anderen Beruf aus? Ja, ich bin selbstständiger Kaufmann. Ne? Und das soll auch so bleiben? Ja, ich habe mit dem Verein gesprochen und man wird mir in der kommenden Saison so viel Zeit einräumen, dass ich meinen Beruf weiter ausüben kann. Ne? Ja, und dann aber nach Monaten, dann hat man wohl gesehen, Mensch, der Krumme da aus Kleve, der ist ja doch gar nicht so schlecht, der da so komisch läuft. Und man hat mir dann direkt den Spitznamen Ente verpasst, was im Nachhinein ein Riesenvorteil für mich gewesen ist, denn jeder, der was leistet oder der was Besonderes darstellt, hat einen Spitznamen. Und zu denen gehöre ich halt auch. Und dann hat man mir einen Vertrag angeboten, dann habe ich dann etwas mehr verdient. Dann habe ich dann schon 500 Mark verdient, plus Prämien und so. Und da ging es halt so langsam aufwärts. Und 30 Sekunden bis zur Pause waren noch zu spielen. Wieder Lippens, einer der gefährlichsten Spieler an diesem Tag. Sein Schuss kommt, Bühn steht wieder falsch. Und schon 3:0. 3:0 also nach den ersten 45 Minuten. Lippens. Lippens. Lippens.
Flippens. 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 Wieder Flippens, einer der gefährlichsten Spieler an diesem Tag. Flippens. 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 Wieder Flippens. Flippens. Wieder Flippens. Wieder Flippens. Das war sicherlich auch mein Gedanke, immer Fußballprofi zu werden. Und wenn ich eine Übertragung gesehen habe im Fernsehen, wo dann der Helmut Rahn gespielt hat oder Hans Schäfer oder wer auch immer, dann habe ich gesagt, da möchte ich auch mal zu sehen sein in der Kiste. Und meine Mutter hat immer gesagt, hör auf zu spinnen. Und ich habe immer gesagt, Mama, warte mal ab. Irgendwann, dann machst du die Kiste an und dann siehst du deinen Onkel Willi da vorne rumrennen. Das ist also immer mein Traum gewesen und da habe ich auch immer dran geglaubt. Und wächst die Bilder nicht so durch die Gegend, ne? I'm the kind of guy who doesn't sit around and mope. My mama always told me, son, you never give up hope. I've been sitting here longer, let my temperature rise. I'm hanging on, so can't you see the look in my eye? I'm known as the sneaky operator. Cause immer schön Technik an, hör mal, ne? I'm the famous instigator. Nicht die Dinger heute, ne? I'm the famous instigator. Yeah, yeah. People take the liberty, you're passing me by. I can send the satisfaction once I let fly. You can RSCC, I'm the title of move. I'm gonna send your reputation into orbit round the moon. Two and two make four, but I insist that it's five. I'm the king of all the world, so don't you give me that job. Scheiße. Und wächst die Pille nicht so durch die Leder. Sie werden heute wahrscheinlich von Bertie Vogts gedeckt. Haben Sie Angst vor diesem Duell? Bisher war es so, dass ich recht gut ausgesehen habe gegen den Bertie. Man kann allerdings nichts vorhersagen. Ich habe den Vorfilm noch nicht gesehen. Ich werde es abwarten. Na ja,
Berti war ein besonderer Fall. Also für den konntest du mich nachts wecken, nicht wahr? Da war ich immer für bereit. Das war, der hatte so schöne kurze Beine und wenn ich den Ball hatte zwischen den Beinen und meinen Hinterteil rausgestreckt habe, dann war der Weg zu lang für die kurzen Beine. Also war der Ball ungefähr. Schön Technik an, hör mal, ne? Aber mach nicht die Dinger, ne? Günter Fürhoff, wenn ich daran denke, mein lieber Onkel Otto. Ja, das waren noch Zeiten, ne, Nobby? Wir zwei auf der linken Seite. Aber RWE war weiterhin eine Macht, mit einem Niederländer, der die Massen mit seiner Art zu spielen begeisterte und aufgrund seines einzigartigen Laufstils den Spitznamen Ente verpasst bekam. Willy Lippens. Wo sind wir zu Hause? Wo wird man uns immer hören? An der Hafenstraße RWE. Für uns warst du immer wer, war die Zeit auch noch so schwer. An der Hafenstraße RWE. RWE, RWE, RWE. In deine Fahrt, du mein RWE. Wo waren wir noch nie allein? Freunde, die sich gut verstehen. An der Hafenstraße RWE. Nach dem Spiel, da feiern wir. Rot-Weiß essen, wir sind hier. An der Hafenstraße RWE. Peter Lippens, einer der gefährlichsten Spieler an diesem Tag. Es kann nur der eine sein.
Rot-Weiß Essen, unser Verein. An der Hafenstraße, Wieder Lippens. Rot und Weiß sind deine Farben. Wieder Lippens. Heute wohnt er nur 8 Kilometer vom Georg-Melches-Stadion entfernt. Hier hat er seine Existenz rund um seine berühmte Geschichte aufgebaut. Als ein Schiedsrichter ihm gelb zeigte mit den Worten: Herr Lippens, ich verwarne Ihnen, sagte er: Herr Schiedsrichter, ich danke Sie. Dafür flog Ente vom Platz, aber der Name für sein Restaurant war gefunden. Auch bei ihm kommt Wehmut auf, wenn er heute an damals denkt. Manchmal, wenn ich über den Hof laufe und wir haben Westwind, dann höre ich den Torschrei von der Hafenstraße und dann laufe ich mich direkt warm hier draußen und möchte sofort wieder eingreifen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht mehr möglich. Wenn das merkt, wenn der Fan sieht, okay, die verdienen zwar nicht so viel, aber reißen sich trotzdem den Arsch auf. Scheiße. Ich nominiere Berti Vogts, Hermann Gerland und Frank Mill. Ich danke Sie. Super. Klasse. Schön. Alles immer schön Technik an, hör mal, nicht? Alles. Mach nicht die Dinger heute, ne?